Hi, gestern war ich auf der Equitana in Essen und was ich dort alles geshoppt habe, möchte ich dir gerne in diesem kurzen Video zeigen. Ich hatte mir einen Einkaufszettel geschrieben mit Dingen, die ich dringend brauche und Dingen, die ich nicht so dringend brauche, wo ich einfach nur mal nachgucken wollte. Ich glaube, hätte ich all das gekauft, dann wäre ich heute pleite, weil es war einiges, was auf meiner Einkaufsliste stand. Zum Glück für meinen Geldbeutel habe ich dann auch nicht alles gefunden. Ich habe so gefühlt vielleicht die Hälfte gefunden. Die andere Hälfte gab es entweder gar nicht oder aber zu normalen Ladenpreisen und dafür gehe ich nicht auf eine Messe. Also dann kann ich das auch im Reitladen vor Ort kaufen und den dann unterstützen. Aber ansonsten war es ein schöner Tag, der doch einfach viel zu kurz vorbeigegangen ist. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der Vorstellung der Produkte. Als erstes standen auf meiner Liste die Ostpreußenkräuter von Per Natura. Und zwar sind die sehr gut, wenn das Pferd zum Aufgasen neigt. Und das tut Dodo leider. Aktuell, weil der Heulageballen scheinbar ein bisschen dazu neigt, dass der bei Dodo so aufgast. Aber ganz besonders ist das bei ihr schlimm in der Anweidesaison. Und da gebe ich ihr gerne immer was von diesen Kräutern. Ich wollte eigentlich ein Kilo kaufen, aber den gab es dort leider nicht, weil laut Aussagen der Damen dort am Stand sie nicht damit gerechnet hatten, dass Leute ein Kilo Kräuter über die Messe schleppen möchten. Deswegen habe ich dann zweimal 500 Gramm gekauft. Hat mich, glaube ich, jetzt so um die 20 Euro gekostet. Hätte ich ein Kilo bestellt, hätte der 18 Euro, meine ich, gekostet, plus Porto. Also wäre ich letztendlich teurer geworden. Da wurde ich von den Verkäufern ein bisschen komisch angeguckt, dass ich wirklich zweimal 500 Gramm kaufen wollte. Na gut, aber so habe ich jetzt wenigstens die Kräuter und werde sie dann jetzt auch Dodo demnächst anfangen zu füttern. Dann habe ich mir tatsächlich auch eine Futterprobe mitgenommen. Und zwar ist das von Derby, das Strukturfit. Es ist ja jetzt aktuell so, dass die Dodo getreidefreie Pellets bekommt von Lutkas. Aber das Problem ist einfach nur, dass die Dodo die Pellets immer viel zu schnell frisst. Deswegen habe ich nach einer Mischung gesucht aus getreidefreien Pellets und ein bisschen Strukturfutter. Und das habe ich doch mit dem Futter hier von Derby gefunden. Es ist meiner Meinung nach von der Zusammensetzung her nicht ganz so toll wie das Lutkas, aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Die Pellets sind alle zu 100% getreidefrei, dann ist da noch ein bisschen Luzerne mit dabei, getrocknete Karotten, die finde ich jetzt nicht so nötig, aber steigern den Geschmack für das Pferd und Dodo findet getrocknete Möhren immer ganz toll. Hier habe ich das jetzt auch nochmal aufgemacht, dass du das ein bisschen dir auch mal so angucken kannst, das Futter. Ich sage, ich finde das gar nicht mal so schlecht, zumal der Sack auch circa 10 Euro günstiger ist als jetzt mein aktuelles Futter. Und wenn ich bedenke, dass ich zum aktuellen Futter auch immer noch einen Sack irgendwie von Akrops, das ist Pere oder das Leichtgenuss zu kaufen muss, möchte ich mal gucken, ob ich jetzt nicht allgemein dieses Futter dann nehme. Weiter geht es mit einem Stand, den ich eigentlich immer einen Besuch abstatten muss, wenn er auf der Messe ist. Und zwar ist das Mr. Stockings. Der macht super tolle Ledergamaschen. Die sind im Fahrsport total bekannt, unter Reitern irgendwie so gar nicht, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil die sind super toll, diese Gamaschen. Diese spezielle Version ist jetzt relativ hart. Es ist da drin wohl eine Modelliermasse, die jetzt aktuell hart ist, wo der Verkäufer aber meinte, wenn ich das mit warmem Wasser wieder aufweiche, könnte ich das dann nochmal an Dodos Pferdebein anmodellieren, wie er gesagt hat. Das scheint dieses spezielle Modell jetzt wohl ein Ausstellungsstück, Probierstück, was auch immer gewesen sein. Denn ich habe die relativ günstig bekommen. Und ich glaube, er hat sie mir auch nur gegeben, weil ich so verzweifelt aussah, als er meinte, er hätte keine dunkelgrünen Gamaschen mehr. Weil ich habe diese Farbe schon für hinten und wollte halt unbedingt welche für vorne haben, damit ich auch endlich die grünen Gamaschen mal wirklich benutzen kann. Weil die Gamaschen für hinten sind für vorne einfach ein Stückchen zu lang. Und so bin ich dann jetzt an diese Gamaschen gekommen und bin super glücklich, dass ich die bekommen habe. Und es geht mit noch einer weiteren Futterprobe weiter, die für mich nur irgendwie keine Futterprobe ist. Es ist Mesh. Ich kaufe so kleine Mesh-Packungen gerne mal auf der Messe, um Dodo das mal zwischendurch zu geben.
Ich gebe ihr allerdings Mesh so unregelmäßig, dass es sich für mich einfach nicht lohnen würde, irgendwie eine große Packung zu kaufen. Ich werde das Dodo jetzt einfach mal geben, das klang auch ganz gut. Ja, und mal gucken, wie Dodo das schmeckt. Dann war ich noch an einem Stand, der jetzt auch besonders die Anweidesaison betrifft, und zwar bei AS, das Pferd. Die machen total tolle Fressregulatoren, da habe ich auch für Dodo schon eine her. Und ich habe mir jetzt noch als zusätzlichen Schutz diese Lampelschoner dort gekauft. Die lassen sich ganz einfach anklippen an den Fressregulator, weil ich dachte mir, das ist ganz vernünftig, die mitzunehmen, einfach weil Dodo da doch immer relativ empfindlich an der Haut ist. Und dann habe ich mir auch noch einen neuen Halterriemen gekauft, weil ich hatte bisher immer einen relativ einfachen, ohne so einen Y-Riemen, der unten am Kopf hergeht. Und ich war da auch überglücklich, dass ich ihn in grün bekommen habe, weil online war der irgendwie seit Monaten nicht mehr erhältlich, dieser Riemen in grün. Und da war ich echt glücklich, dass ich den in Dodos Größe noch gefunden habe. Hier siehst du auch einmal den Fressregulator und wie ich ihn bisher befestigt hatte. Ich habe diesen grünen, ganz einfachen Halterriemen einfach an einem Halfter festgemacht mit diesem blauen Band, was um die Heuballen immer drum ist. Mir war da nie ganz so wohl dabei, das der Dodo auf der Wiese anzuziehen, weil wenn irgendwie mal was passiert wäre, da hat irgendwo eine Sollbruchstelle doch gefehlt. Und da bin ich jetzt einfach glücklich, dass ich dann den richtigen Halterriemen habe. Und dann habe ich dir auch einfach mal den neuen Halterriemen um die Lampelschoner noch an die Fressbremse dran gebaut. Am Stand von Reiterladen 24 und HKM habe ich diese hübsche Reithose gefunden. Die Reithose erfüllt im Prinzip drei Wünsche, die ich seit Ewigkeiten an eine Reithose hatte. Zum einen die Farbe, sie ist pink, ich wollte seit Ewigkeiten eine pink Reithose haben. Zum anderen hat sie einen Gripbesatz, ich wollte auch seit Ewigkeiten eine Reithose mal mit Gripbesatz haben. Und es ist dieser die so ist wie eine Jogginghose mit Leggings, ich glaube Breitleggings nennt sich das Ganze. Die hat oben einen elastischen Bund, unten einen elastischen Bund und die ist wirklich super bequem. Ich habe sie auf der Messe angezogen, sie saß sofort und ich wollte sie am liebsten überhaupt nicht mehr ausziehen. Am Stand von Reitsport Exklusiv habe ich schon relativ am Anfang ein richtiges Schnäppchen gemacht in Bezug auf Reithosen. Und zwar war diese Reithose an einem Ständer, wo alle Reithosen nur 20 Euro gekostet haben. Und ich wollte halt sowieso mal wieder eine dunkelblaue Reithose haben. Ich habe diese Reithose angezogen, sie passte, habe sie dann mitgenommen und habe dann noch später erfahren, dass es genau zu dem Zeitpunkt gerade 10% auf alles gab. Weil ich hatte mich dann schon an der Kasse gewundert, warum die jetzt auf einmal 8 Cent statt 20 gekostet hatte. Und ich finde das ein unglaubliches Schnäppchen für eine Reithose. Also wann kriegt man schon mal so eine schöne Reithose für 18 Euro? Ich sag mal, nie. Ebenfalls vom Stand von Reiterladen 24 habe ich diese Reithose. Die stammt aus einer Krabbelkiste mit B-Ware. Was daran gibt's B-Ware ist, weiß ich nicht. Die hat so einen, nicht Kordbestoff, aber der ist relativ feste und die saß auch super. Und diese Reithose hat einen Vollbesatz mit diesem Gripmaterial. Also da bin ich auch echt mal gespannt, wie die sich beim Reiten dann anfühlt. Ja, eigentlich wollte ich keine Schabracke kaufen, weil ich habe eindeutig genug und bin aktuell auch am Aussortieren. Allerdings habe ich dann diese Schabracke gesehen. Und ich habe jetzt erst zu Hause festgestellt, dass die von HKM ist. Das freut mich noch umso mehr. Ich fand die Farbkombination einfach nur super geil. Und dann noch der Preis, 15 Euro für eine Schabracke, fand ich fast schon ein Schnäppchen. Und ja, deswegen musste diese Schabracke dann doch mitgenommen werden. Und ich glaube, an Dodo ist die auch echt richtig schön. Ja, und das letzte Teil, was ich dir vorstellen möchte, was ich gekauft habe auf der Messe,
ist diese Fliegen-Eczema-Decke von Waldhausen. Die ist in so einem Zebra-Look. Die habe ich mit dem Heizteil, glaube ich, für ungefähr 40 Euro bekommen. Die war auch etwas günstiger, weil die Produktion davon wohl eingestellt ist oder der Laden die einfach nicht mehr im Programm hat. Da bin ich mal gespannt, wie die Dodo sitzt und wie lange die hält. Aber ich dachte, für den Preis kann ich sie mal mitnehmen, zumal sie auch einen Bauchlatz hat, was ja bei Dodo aufgrund ihres Ekzemes immer relativ wichtig ist. Und ich fand es auch toll, dass das so eine Zebradecke ist, weil die wollte ich eh mal ausprobieren an Dodo, ob das irgendwie einen besseren Effekt hat als die normalen Decken oder ob ich das jetzt bei Dodo nicht wirklich merke. Ja, das war's dann auch schon mit meiner Shopping-Ausbeute. Wie du siehst, ich habe einiges bekommen, ich habe vieles aber auch nicht bekommen. Zum Beispiel so ganz einfache Dinge wie lila Bandage mit einer lila Fliegenhaube. Weil irgendwie waren alle lila Sachen, die ich gefunden habe, entweder genauso teuer, als ob ich sie im Laden kaufe. Und wie ich ja schon erwähnt habe, dann kaufe ich sie auch lieber hier vor Ort im Laden. Oder aber der lila Ton passte einfach nicht zu der Schabracke, für die ich die Dinge brauchte. Alles in allem bin ich aber ziemlich zufrieden mit meiner Ausbeute, zumal ich bei den Reithosen echte Schnäppchen gemacht habe. Ich glaube, für alle drei zusammen habe ich so ungefähr 100 Euro bezahlt. Wenn man jetzt bedenkt, dass da zwei Grip-Reithosen bei sind und eine Vollbesatz-Reithose, ist das doch ein unschlagbar guter Preis. Ich fand aber auch allgemein, dass man bei Reitsachen bessere Schnäppchen dort machen konnte dieses Jahr als bei Pferdesachen. Denn bei vielen von den Pferdesachen, das waren einfach Angebote, die kriegt man auch heutzutage mittlerweile so im Internet zu kaufen. Und das ist auch wieder so ein Grund, da muss ich es nicht unbedingt auf der Messe kaufen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn du auch auf der Equitana warst, erzähl mir doch mal in den Kommentaren, was du gekauft hast, wie du die Messe fandest. Und ansonsten sage ich jetzt ciao, bis zum nächsten Video.